Mode in allen Dimensionen, das war das Motto der 3D Fashion Show bei der Plattform Fashion in Düsseldorf. Und so haben Lexus und Voxelwirt außergewöhnliche und kreative Stücke auf den Catwalk gebracht, die per Handarbeit und 3D-Drucker eigens für diese Show kreiert wurden. Mit dabei jede Menge Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen und Fashion-Bloggerinnen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr einzigartiges, faszinierendes Erlebnis. Gerade 3D-Mode gibt es ja sonst eigentlich nicht viel zu sehen. Also ich muss sagen, ich habe jetzt das erste Mal eine 3D-Fashion-Show gesehen und ich war absolut beeindruckt, was man damit alles zaubern kann. Also da waren alltägliche Kleider dabei, die man wirklich so auf der Straße im Alltag zur Arbeit oder zur Schule oder in die Stadt tragen kann, aber auch wirklich richtig ausgefallene Haute Couture-Mode und ganz tolle Headpieces und Hüte und super viele Details. Also es war wirklich Wahnsinn. Die Accessoires aus dem 3D-Drucker sind aber neben dem Laufsteg auch für die nächste Generation Auto höchst interessant. Bei dem Design von neuen Fahrzeugen müssen immer als erstes Modelle gebaut werden. Das war früher ein sehr handwerklicher, umfangreicher Prozess. Das ist heute deutlich einfacher, weil man 3D-Drucker auch dort einsetzen kann. Das ist ein Beispiel. Als weiteren Punkt sehe ich, dass mit Mode und auch mit Fahrzeugen es nicht nur um die reine Nutzung eines Produkts geht, sondern man auch damit seine Individualität deutlich besser ausdrücken kann. Und von daher, glaube ich, ist es eine sehr schöne Verbindung. Die in Düsseldorf nehmen den Nachwuchsmodels eben auch von der Siegerin der 2016er Topmodel-Staffel Kim Nitzdo in verrückten, aber auch durchaus tragbaren Stücken vorgestellt wurden. 3D-Mode ist auf jeden Fall nicht gewöhnlich, aber ich meine, alles was Neues ist ja am Anfang ungewöhnlich. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es ja in ein paar Jahren so, dass man sagt, ach so, damals haben wir drüber gelacht, mittlerweile ist selbstverständlich. Das wird sich jetzt zeigen, je nachdem. Ich bin mal gespannt, wie weit sie dann nächstes Jahr schon sein werden. Die Plattform Fashion und 3D-Mode aus dem Drucker. Die Zukunft ist in der Haute Couture angekommen und die Fans der Styles von morgen waren in Scharen da.